So, dann mal rein, dann. Okay. Bar-Anhänger. Und Bar-Anhänger. Heldentum und durchschnetzeln. Ja, okay, es sind schon die stärkeren Bar-Anhänger. Also Bar-Fanatiker. Die zaubern sogar schon richtig. Oh, warte mal, da können wir uns noch das da holen. Oder noch besser. Dreh dich mal um. Ja? Hast du den Spruch noch gar nicht? Feuerball. Ja. Feuerball. Wusch. Ja, der ist lustig. Ja, okay, nicht auf so eine Distanz. Da triffst du wahrscheinlich nur... Ah, doch. Hat eine ordentliche Reichweite. Kann man nicht sagen. 26, 11. Boah, da mache ich mir nicht die Mühe, es aufzuheben. Ja, obwohl, wir haben nicht mal 5000 Gold. Ne? Du, zauber mal. Da irgendwo hin. Das sieht cool aus. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir uns nicht selber treffen. Das wird nämlich ganz schön Schaden machen. Mach mal lieber Schutz vor Feuer. Nur so für den Fall. Ah, diesmal nur drei erwischt. So, euch noch schnell umhauen, dann würde ich ganz gerne die Kiste gucken. Weil alleine in der Kiste wahrscheinlich mehr drin sein an Wert als die ganzen Leichen da zusammen. Oder auch nicht. Das war mau. Okay. Was soll's. Dann halt so. Wo kommst du denn her? Kaputt. Oh ja, der Auftrag ist definitiv sehr leicht zu machen. Mal gucken, wie viel Gold wir dafür bekommen und wie viele Erfahrungspunkte. Und ob das noch schwerer wird. Feuerball da so. Feuerball. Da waren nur drei. Feuerball da. Auch nur drei. Na komm schon. Feuerball da. Fünf. Und ja, das ist ein klein bisschen makaber, die Leichen zu zählen nach jedem Feuerball, aber fliegen halt so schön hoch. So, keine neuen Kisten? Nee. Okay, dann halt weiter im Text. Oh, da ist eine kleine Extrainsel? Nee. Und einer? Ernsthaft? Ja, nee, komm. So. Ah, die sehen schon ein bisschen garstiger aus. Die Damen in Rot. Ah, ein Lagerfeuer und eine Kiste. Zwei Kisten. Ich hab's. Aber aha. Auch nicht wirklich viel drin. Aha. 300 Gold. Ich hab's. Ja, schon besser. Ah. Ein Ring mit nichts Wichtigem. Ah. Ein Ring ohne alles. Und die sind jetzt alle müde. Ah. Weil die Eile aufgehört hat. Das ist halt der Nachteil bei dem Spruch. Aber ich hoffe einfach mal, es kommt nicht mehr allzu viel und wir können gleich schlafen. Feuerball. Oh, wir haben eh keine Zauberpunkte mehr mit Talana. Das sind noch ein paar. Aber was kriegen wir hin? Wir haben bisher noch keinen richtigen Kratzer bekommen, also kriegen wir es auf jeden Fall hin. Wir könnten noch ein bisschen zaubern zwischendurch. Also nicht bei den Grünen hier, aber bei denen hier zum Beispiel. So. Oh, Kiste.
Na komm. Ho, 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 ho. Kisten wären definitiv besser. Aha. Kavalierhandschuhe können weg. Du musst weg. Unser Auftrag ist hier alle zu töten. Auch wenn das ein ganz schön krasser Auftrag ist. Geh mal auf diese Inseln da und bring alles um, was du siehst. Frauen, alte Menschen, vollkommen egal. Bring die alle um. Dann ist dein Auftrag abgeschlossen. Das ist wirklich ein wenig komisch. Aber na gut, wir brauchen das Geld und die Erfahrungspunkte. Und das positive Ansehen. Kleiner Moment, Damen. Minus 331. Nur mal kurz gucken. Minus 331. Okay, da hat sich schon mal nichts verändert. Aber gucken wir mal, was der Auftrag bringt. Da ist ein Teleporter zurück wahrscheinlich. Da hinten ist die letzte Überlebende. Und ein Obelisk. Kisten, Kisten. Nur da hinten haben wir schon. Okay, raus. Und bei dem Wachturm im Osten war es, glaube ich, der Auftraggeber. Der war so komisch verhüllt. Und war ein Mystiker. Mystiker könnte, glaube ich, noch besser sein als Zaubermeister, oder? Können wir gleich mal gucken. Also wir erledigen erst den Auftrag für ihn und dann heuern wir ihn an. Von dem Geld, das wir bekommen. Das wäre auch nicht schlecht. Und danach auf jeden Fall schlafen. Wirklich viel zu tun. Hier? Ah doch, das Silberfestungsdingens können wir noch machen. Wie geht's? Und das war gar kein richtiger Auftrag. Garrick hat versucht, in seiner Schmiede einige der Waffen aus der Zeit der Wunder zu rekonstruieren. Er hatte zwar keinen Erfolg, aber einige seiner Experimente haben nützliche Informationen über verzauberte Waffen und das Erschaffen von Kreaturen geliefert. Sein Labor? Das wird dann wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein. Und was machst du? Für alle Charaktere 3 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Nö. Da bist du besser. 4 Punkte auf alle Zauberfähigkeiten. Wir könnten sie aber rausschmeißen und dafür ihn anheuern. Nö, Erfahrungspunkte sind wichtig. So, nächster Schritt. Haben wir Ramsch zum Verkaufen? Nur ein bisschen was. Wir gehen also in die Taverne, schlafen mal wieder in einem ordentlichen Bett, verkaufen dann den Ramsch. Und gucken dann hier im Rathaus vorbei, ob die vielleicht einen Auftrag für uns haben. Weg, weg. Das war's schon. Weg, weg. Weg, weg. Und das war's. Rathaus. Stufenanstieg haben wir noch nicht. Hier ist die... Bist du die Bank? Du bist das Rathaus. Geschlossen. Ich habe Arbeit für dich. Oh, sind ein paar Leute hier. Suchauftrag. Der Bürgermeister von Mist überlegt, ob er den Ordensbruderschaft von Silver in ihrem Kampf gegen das Böse die Polizeigewalt überlassen soll. Also die Silberbruderschaft ist da, wo wir gerade eingebrochen sind. Ich weiß, dass die Silberhelme in ihrem fehlgeleiteten Kreuzzug gegen das Böse unschuldige Menschen getötet haben. Das ist schon mal nicht gut. Aber es gibt leider keine lebenden Zeugen oder Beweise dafür. Ich brauche dich, damit du ihren Außenposten südlich von hier stürmst und Beweise sammelst, sodass ich den Bürgermeister überzeugen kann. Okay. Du? Das ist der Bürgermeister. Dienstag. Wir bekommen alle unsere wichtigen Lieferungen an Dienstagen herein. Sehr interessant. Okay. Kekelitzchen. Weg, weg. Weg. Und so wirklich was Tolles hast du auch nicht, ja? Oh, Mana-Tränke. Ich habe nichts gesagt. Danke. Komm bald wieder. Und endlich mal eine sympathische Stimme. So, Auge. Licht. Segen. Töten. Hier oben hatten wir schon aufgeräumt. Da unten war noch jede Menge Räume. Du Heldu.
Hallo. Genau, du bist bloß eine normale Wache. Dich prügeln wir so nieder. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Türen. Das könnte eine Weile dauern. Wow. Schutz vor Strom, Schutz vor Feuer, Schutz vor. Da. Und du kannst uns nichts mehr. Oh. Ah, da ist auch gleich so ein Ab dazwischen. Das sind die ganz harten von denen. Ah. Du heilen sie. Und gib ihm. Was das? Ah. Oh, hier sind Bücher in den Bänken. Oder nur im einen? Ah, scheint nur im einen gewesen zu sein. Was für ein Spruch war das? Eisstrahl. Haben wir schon. Das sieht verdächtig aus. Also unser magisches Auge zeigt uns, dass hier hinter ein Weg ist. Wir wissen nur noch nicht, wie er aufgeht. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Knopf. Nö. Okay, merken wir uns ja später. Nächster Raum nach einer Heilung. So. Oh, da kommen die Nahkämpfer. Das macht man gegen Nahkämpfer. Weglaufen. Experten-Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Ja, okay. Armer Novize. Nochmal Experte. Gut machbar. Du heil bitte ihn. Ein leerer Raum. Nope. Hallo, Blitzkugel. So, weg. Komm. So, was haben wir da ein schönes? Eine Plattenrüstung. Nimmst du mit. Und eine Kiste. So, Mürbenden, zeig mal. Du hast es. Sehr schön. Ich weiß nicht. Ah. Intellekt und Charisma. Aha. Handschuhe können weg. Pfeile kann weg. Aha. Magierdolch klingt gut. Liste der Feinde. Ups. Liste der Feinde da. Jarvis, wir haben bestimmt, dass der Bürgermeister von Mist der dritte auf der Liste unserer Feinde ist. Direkt nach Charles de Sorbigal und Janissa Bradley. Wir brauchen euch, um durch Patrouillen vorsichtig die Hoheit über Mist und die umliegenden Inseln zu erlangen und dann entsprechend mit dem Bürgermeister zu verfahren. Sollte dies leicht gelingen, beseitige Charles und Janice ebenfalls. Erledigt diesen Auftrag mit großer Sorgfalt und ihr sollt belohnt werden. Gerard Blackamis. Jo, das ist definitiv ein Beweis. Der wird gleich abgeliefert. Repariert. Noch irgendwo irgendwas kaputt? Nö. Gürtel. Was macht dein Gürtel? Intellekt plus 7. Du hast noch gar keinen Gürtel. Okay. Im Bett ist nix. Oh, da ist ein Knopf. Mehr Gegner. Oh, da ist ein Meister zwischen. Merkt man gleich den Schaden bei Talana. Hallo, Meister. Da ist gerade irgendwo noch was aufgegangen. Oh. Und wieder zugegangen. Ah, okay. Das Ding geht nur kurz auf. Klick. Ja, bleiben wir einfach hier stehen. Oh, Kisten. Ein einfacher Dolch. Aha. 8 Goldmünzen. Ich hab's. Du hast es. Ein Schlüssel zu Gareks Laboratorium. Davon hatten wir eben gerade bei dem einen Magier gehört. Ah. Kann alles weg.